Alle Generation 1 Shinies sind jetzt als Grafik im Netzwerk Traffic. Außerdem habe ich eine neue Mewtwo X-Raid Einladung erhalten und noch ein paar andere Dinge werde ich bequatschen, damit warten ein wenig Pokémon Go. Womit fange ich an? Ich fange gleich mal mit Mewtwo an, würde ich mal sagen. Und zwar vor 2 Tagen gingen neue X-Raid Einladungen raus. Gestern gab es so viel anzukündigen, Kanto-Event, dies, das, Ananas, neuer Move für Ampharos angekündigt, dass ich mir dachte, das erwähne ich heute. Also, und zwar am 15. April finden wieder X-Raids statt. Bei manchen ist es genau die Uhrzeit während des Community Days. Nicht gerade optimal, aber hey, was tut man nicht für ein Mewtwo? Mein Raid findet um 15.30 Uhr statt. Bis 16.15 Uhr, also eine Dreiviertelstunde immer und diesmal in Wien. Mein erster X-Raid, der war ja irgendwo ganz außerhalb, wo ich nur ein einziges Mal war. Und da hat Niantic sogar Einladungen rausgeschickt, eben bei irgendwelchen Arenen. Aber hier, Unknown Artist, unbekannter Künstler. Das ist direkt im Zentrum Wiens in der Nähe des Schwarzenbergplatzes und zwar beim Hochstrahlbrunnen. Dort ist diese Arena, die habe ich schon, ich glaube, die habe ich sogar auf Silber, fast Gold. Und dort habe ich in der Vergangenheit auch einige Raids gemacht, weil man eben wusste, dass das eine X-Raid-Arena ist. Das heißt, meinen ersten Raid, den habe ich nicht angekündigt, wo der ist, weil ich wollte nicht, dass dort Leute außerhalb so extra vielleicht wegen mir hinfahren. Aber da werde ich um 15.30 Uhr sein, spätestens natürlich. Und ich will aber nicht vorher die Arena umfärben oder so, das ist mir, ehrlich gesagt, ich will nicht sagen zu doof, aber meistens sind die Gelben sowieso in der Unterzahl, also gönnt man einfach dem Blauen vermutlich, dass die Arena blau ist oder was auch immer. Ja, und weil das aber ein Sonntag ist, denke ich mal, es würde sich anbieten, dass man danach mit einer schönen großen Gruppe, ich bin mir sicher, da sind dann ein paar Leute am Start, einfach noch einige Latias Raids so machen wird. Stadtpark, Stephansdom, Innenstadt, alles, was sich so ergibt. Also ein paar Stündchen werde ich da dann definitiv noch unterwegs sein. Heute in einer Woche am Sonntag, wo auch der Community Day ist. Wer es nicht mitbekommen hat, Ampharos wird eine Drachenattacke erhalten. Darüber waren nicht alle so begeistert, aber ja. Und wenn wir schon, perfekte Überleitung, wenn wir beim Community Day sind, da haben manche Leute, Moment mal, wo habe ich das so viele Tabs, habe ich gerade geöffnet. Wo habe ich das denn? So, also, die Grafiken für Shiny Ampharos, beziehungsweise auch Vati und Voltilam natürlich, sind jetzt ebenfalls aufgetaucht. War ziemlich klar, also ich würde zu 99% sagen, dass wir auch Shiny Voltilam erhalten werden während des Community Days. Und außerdem, das finde ich aber interessant, eine neue Quest eventuell, nämlich eine Special Quest, die zum Beispiel in diesem Fall Mareep, also Voltilam, einbeziehen wird. Keine Ahnung, fange 10 Voltilam, fange 20 Voltilam, irgendwas so in der Art. Und die wird man dann eventuell nur in diesem Zeitraum des Community Days erhalten. Finde ich eine geniale Sache. Das finde ich wirklich spitze. Außerdem gibt es eine neue Beschreibung, die man jetzt erhält, wenn man bei einem gewissen Pokéstop schon seine Feldforschung abgeschlossen hat. Denn, ich will es nur wiederholen, das weiß noch nicht jeder, man kann pro Tag, pro Pokéstop nur eine Feldforschung absolvieren und diese ist sogar für jeden Spieler gleich. Das heißt, wenn jemand erhält, fange drei vom Wetter beeinflusste Pokémon, dann hat das jeder. Und hat man die abgeschlossen, bekommt man bei diesem Pokéstop nicht noch eine Feldforschung, aber man kann einfach löschen, löschen, löschen. Und kann sich bei jedem Pokéstop was Neues holen, beziehungsweise auch bei dem, wenn man sie denn noch nicht abgeschlossen hat. Das heißt, das sollte mehr Klarheit reinbringen, wo hat man denn schon was abgeschlossen und wo nicht. Und außerdem bin ich schon gespannt, was das mit dieser Special Quest auf sich hat. Wenn das eben Voltilam mit einbezieht, da könnte man, glaube ich, in diesen paar Stündchen definitiv so einige Quests abschließen, vor allem wenn die Belohnung auch passt. Genau, das war mal diese Sache. Wenn wir schon bei neuen Shiny Sprites sind, also Sprites werden die kleinen Grafiken genannt, eventuell ist dem einen oder anderen aufgefallen, dass die meisten Generation 1 Pokémon jetzt anders aussehen. Damit meine ich nicht, dass die Pixelgrafiken ersetzt wurden,
das war ja nur ein kleiner April-Scherz von Niantic, der eben am 7. April enden sollte und auch geendet hat. So, und jetzt dachte sich Niantic, Moment mal, vielleicht wenn wir jetzt die Grafiken austauschen, bemerken die nicht, dass immer wenn ein Pokémon eine andere Grafik erhält, dass dann auch die Shinies irgendwann folgen, hatten wir bei Bisasam. Vor dem Community Day wurden die Grafiken von Bisasam, Bisaknosp, Bisaflor ausgetauscht. Das ist einem sofort aufgefallen. Und, oh welch Wunder, es kamen die Shinies. So, jetzt habe ich gestern schon angekündigt, dass Niantic in einem Newsletter rausgeschickt hat, dass am 10. April, bei uns vermutlich 11. April, ein sogenanntes Kanto-Event starten soll. Kanto sind die Pokémon der ersten Generation. Jetzt sind plötzlich Generation 1 Shinies im Code aufgetaucht. Es soll ein Kanto-Event starten. Was könnte das nur bedeuten? Ich meine, man weiß es wirklich nicht, aber schön langsam, glaube ich, kommen wir der ganzen Sache auf die Spur. Ich fände es wirklich krass, wenn sie einfach so von heute auf morgen, das heißt für ein Event oder permanent, alle Shinies der ersten Generation veröffentlichen würden. Weil ich dachte wirklich, die heben sich das vielleicht noch so als Pulver auf für kommende Zeiten, wenn es gerade mal länger nichts gibt, einfach irgendein Shiny wieder veröffentlichen. Aber es würde auch Sinn ergeben, denn jetzt im Community Day gibt es ja ein Generation 2 Pokémon, also Voltilam. Und folglich wäre es mal an der Zeit für alle Generation 1 Pokémon in Shiny. Wenn die permanent bleiben, dann wären die bisherigen Community Days ein bisschen, ich will nicht sagen unnötig, aber im Sinne von Shiny-mäßig wäre das nicht so speziell dann mehr, weil dann muss man einfach ein Bisasam-Nest besuchen und hat dort ebenfalls die Chance auf ein Shiny-Bisasam. Aber ich vermute einfach, es ist ja ein Event. Also wenn es irgendwas mit Shinies zu tun haben sollte, dann vermutlich nur im Event oder im Event eine erhöhte Chance und danach eben ganz selten. Aber mal schauen. So ein Shiny Taubsi würde ich mir schon ganz gerne schnappen, um ehrlich zu sein. Oder was wäre noch? Glurak. Shiny Glurak. Mega genial. Ich habe mal auf meiner Website einen Artikel veröffentlicht. Da habe ich mir die Grafiken aus einem alten Pokémon-Computerspiel runtergeladen und alle in Shiny veröffentlicht. Also dort kann man sich vorher, nachher ansehen. Ja, da gibt es schon manche, die einen extrem großen Unterschied zwischen ihrer normalen und ihrer Shiny-Form haben. Speziell eben Dragoran haben wir ja schon und Glurak, wie ich finde. Gut, also mal schauen, sollte dem wirklich so sein, dass da die Shinies eingeführt werden, dann kann man jetzt vielleicht schon nach einem, zwei Tage hat man noch, drei Tage, nach einem guten Nest von seinem Lieblings-Pokémon Ausschau halten. Weil wenn wirklich alle auf einen Schlag kommen, dann, klar wird man irgendwelche Shinies erhalten, aber vielleicht ein Radfratz oder Nabitag. Und wer jetzt zum Beispiel genau ein Glumander haben möchte, naja, der muss sich ein Glumander-Nest raussuchen. Wir haben gerade im Stadtpark ganz nettes Nest eigentlich, wo man immer die Candies benötigen kann, nämlich Machalo. Also wer sich dann im Stadtpark rumtreibt, wenn das alles so bleibt ohne Neständerung, könnte dort vielleicht ein Shiny dieser Art finden, etc. Aber mal schauen. Das ist noch die Gerüchteküche, alles was wir wissen. Es soll in den nächsten Tagen ein Kanto-Event starten. Und es sind jetzt die Shiny-Grafiken im Spiel. Das mal dazu, was jetzt jeder davon denkt. Da kann man sich selbst irgendetwas zusammenreimen. Dann hat jemand den Support angeschrieben. Und zwar so mit der Frage, wie lange hat man denn Zeit für diese Mew-Quest, für die Special-Quest? Und die Antwort war, hallo Trainer, danke, dass du uns geschrieben hast. Du hast Bedenken über die Forschung. Und zwar, es wird diese Quests nicht für eine begrenzte Zeit geben, sondern so lange, bis Mew schlussendlich gefangen wurde. Also, das finde ich ist eine gute Information. Das stand vorher noch nirgendwo. Ist jetzt nur von einem Support-Mitarbeiter, also es ist zwar offiziell, aber vielleicht hätte der das gar nicht so preisgeben dürfen. Soll jedoch bedeuten, wenn in Zukunft wirklich irgendwann mal Celebi oder was auch immer, andere mysteriöse Pokémon, andere besondere Quests bei Professor Willow erscheinen sollten, dann, laut dieser Aussage, soll man trotzdem die erste Quest mit Mew noch absolvieren können. Die ist also so lange verfügbar, bis man sie abgeschlossen hat. Weil manche Leute machen sich jetzt irgendwie einen Stress wegen Carpador,
und geben sogar Sonderbonbons aus, weil sie Angst haben, dass Mew vielleicht irgendwann weg ist. Und ich denke mal, das sollte die Angst oder die Bedenken von einigen Leuten ein bisschen nehmen. Ihr könnt euch ruhig Zeit lassen für Mew. Das Ding läuft euch nicht davon. Und selbst wenn irgendwann mal Celebi kommt, ich vermute dann zwar, dass das der Reihe nach geschieht und man nicht die Wahl hat, mache ich zuerst Celebi oder Mew oder beide parallel. Ich vermute, man wird dann zuerst Mew erledigen müssen, danach Celebi und danach die Taubsi Special Quest, wo man Taubsi dann mit 9999 Wettkampfpunkten in Shiny Form erhält. Ja, aber ansonsten würde ich mal sagen, waren das sowieso jetzt einige Infos mal wieder. Ich werde definitiv die Augen offen halten nach Generation 1. Taubsi-Nest oder so wäre ganz nett. Fände ich dann zwar schade, weil das müsste dann schon ein 100er sein, aber wie soll man ein 100er Shiny? Das ist ja fast unmöglich. Naja, aber für dieses Video soll es erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen. Es geht einfach nächstes Mal weiter.